Ja, auf diese Driver habe ich schon länger gewartet und gehofft, dass es neue gibt. PXG hat die Generation 2 der Driver rausgebracht. Generation 1 war okay, war ganz gut, hielt gut mit, aber Generation 2 ist eine deutliche Steigerung zu vorher. Jedenfalls nach dem, was ich gerade hier getestet habe, für meinen Schwung, für mich. Die beiden Driver sind unterschiedlich designt. Wir haben zwei Stück. Einmal ist es der 0811X. Das ist der auf maximale Weite, Lowest Spin, sehr, sehr tiefen Schwerpunkt designt worden ist. Und dann haben wir den 0811XF. XF heißt Extreme Forgiveness, extrem fehlerverzeihend. Und genau das ist der auch. Das ist der Driver mit dem höchsten sogenannten MAUI-Wert in der Branche. Kombiniert in beide Richtungen über 10.000, respektive in der einen Achse sind 5.900 nur zugelassen. Die erreicht der auch. Das ist das, was sie hier halt tun. Ich zeige das nochmal aus der Nähe. PXG 0811X und den PXG 0811XF. Von oben haben die ein spannendes Design. Das soll von Motorhauben, von den Muscle Cars, wie so eine Hutze inspiriert worden sein. Ich muss natürlich eine Geschichte dazu erzählen. Das kleine X vorne, um zu wissen, wie stelle ich ihn an den Ball. Mattes Finish, es glänzt nichts. Ich finde, das ist sehr gelungen. Es hat was, ist aber nicht aufdringlich. Ich mag es sehr gerne. Für Driver, die sehr wenig Spin haben, ist eins wichtig, dass wenn ich hier so die neutrale Achse hätte, dass man möglichst versucht, den unterhalb zu positionieren, den Schwerpunkt. Das ist designtechnisch nicht gerade ohne, ist aber hier gelungen. Es soll der tiefste Schwerpunkt in der Branche sein, mit 4 mm knapp unterhalb dieser Achse. Wir haben bei den Drivern Gewichtsschrauben. Hier sieht man zwei Sorten, die Wolframschrauben und die Titanschrauben. Ich habe die Schrauben mal gewogen, das zeige ich gleich auf der Waage und habe mir dann den Driver so eingestellt, wie es für mich am besten ist. Da können wir also den Ballflug noch etwas anpassen und tunen. Sehr anpassbar ist das bei dem 0811X Modell, wo wir einfach mehrere Plätze haben. Es sind insgesamt 9 Schrauben, 3 vorne, 3 hinten und 3 innen. Wer also das Ganze braucht etwas mehr Richtung Draw, kann die schweren Schrauben hierhin packen. Oder etwas höherer Ballstart, etwas federverzeihender, die nach hinten. Oder für mich, so wie ich das gerne habe, alles nach vorne, möglichst tief und Low Spin. Das ist nicht ganz so federverzeihend, aber verspricht maximale Weite und da habe ich ehrlich gesagt immer ein bisschen Bock drauf. So, jetzt messe ich mal das Gewicht der Schrauben. Wir haben ja einmal die leichten. Ja, knapp unter 1 Gramm. Und dann gibt es noch die Wolframschrauben. Ja, 4,06. Und nochmal eine zweite dazu. Ja, 8,08. Passt. Damit der Sound besser optimiert ist, sind zwei Bereiche dabei. Das einmal ist die besonders stabile Krone aus einem Kohlefasermaterial. Und sie haben unten im Driver drin ein Wabenmaterial, Honeycomb in Englischen, und dieses Wabenmaterial liegt vor allen Dingen auch der Soundoptimierung und ist sehr, sehr leicht und passt den Schwerpunkt noch minimal an, aber das ist eher der kleinere Faktor dabei. So kann man es hinbekommen, dass der Sound anders ist als bei manchem anderen Driver, der dann mit einer Carbonkrone oder in ganzen Titan dann doch nochmal deutlich mehr Höhen hat. Aber das ist echt Geschmackssache. Der eine sagt, ich habe das gerne ein bisschen heller und lauter, der andere weniger. Das hängt auch von der Schwunggeschwindigkeit ab. Haue ich mit 60, 70 Meilen oder haue ich mit 100 Meilen oder 120, 30 Meilen, dann klingt jeder Driver auch etwas anders. Auch PXG erzählt, dass sie extra etwas gemacht haben, um die Aerodynamik anzupassen. Das macht eigentlich jeder Hersteller. Turbulatoren, Vortex-Generatoren waren mit Boeing im Windkanal, wird ja von manchen erzählt. Ich persönlich sage mal, okay, schön, dass sie sich darum kümmern. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich einen großen Einfluss hat. Es gibt auch nie Daten dazu und meine Vermutung ist, dass es ein minimaler Einfluss nur ist, der in der Praxis kaum relevant ist für normale Schwunggeschwindigkeiten. Wie immer, die Driver sind nicht nur der Kopf, sondern auch der Schaft. Wobei es die PXG-Driver nur bei Clubfittern gibt und in dem Sinne keine Standardschäfte vorhanden sind. Wir haben uns dazu entschieden, für die PXG-Köpfe Obernschäfte als Standardschaft im Preis inkludiert mit anzubieten. Obern Devotion, Obern Devotion HD,
HB, High Balance Shaft, und der Oban Izawa Red sind die, die in der Basis mit drin sind. Nach oben geht es natürlich auch noch weiter, wenn ich dann einen Kyoshi Purple White Gold etc. mit einsetzen möchte. Des Weiteren haben wir eine ganze Reihe Akra-Schäfte, sodass wir in Summe über 100 verschiedene Schäfte für das Fitting der PXG-Driver zur Verfügung haben. Wenn schon individuell, dann richtig, damit der Driver auch vernünftig an den Ball kommen kann. Ja, das war eine sehr interessante Session, muss ich sagen. Ich habe begonnen mit dem 0811 XF Driver, ein bisschen um warm zu werden und nicht maximale Schwunggeschwindigkeit. Aber jo, erstmal sehen, was geht, was macht der Driver. So, das sind die Daten von dem Driver. Ich habe ein bisschen unterschiedlich schnell geschlagen, 102,5 Meilen. Was für mich sehr positiv ist, dass der sogenannte Smash-Faktor sehr hoch ist, 1,47, sodass ich 151 Meilen Ballgeschwindigkeit im Schnitt hatte. Und das ist höher, als ich das derzeit mit den anderen Drivern, die ich getestet habe, habe. Ungefähr 2%. Viel mehr ist natürlich nicht machbar, haben alle dieselben Regularien, aber der Driver macht das auf jeden Fall. Der beste Drive auch heute war auch mit dem XF-Driver auf 255 Carry, 270 Meter mit Rollen. Superspin 2,4, 16 Grad Startwinkel. Auch mehr Spin als sonst, aber perfekt im Fenster, muss man sagen. Maximum, was ich hatte. Habe ich nochmal ein extra Foto gemacht vorhin von den Daten, auch von dem Foresight, der das parallel auch genauso gemessen hat. Ja, und das ragt wirklich heraus. Bei dem Driver habe ich auch bei nicht mittigen Treffern ein unglaublich solides Gefühl. Das erinnert mich so ein bisschen an den G400 Max, aber nochmal auf die Spitze getrieben, nochmal eine Ecke mehr. Ja, und ich würde wirklich sagen, das ist dann einer der fehlerverzeihendsten Driver derzeit im Markt. Macht Sinn, den zu testen, wenn man in diese Preisregion halt bereit ist zu gehen. Extrem gut. Die zweite Überraschung bei dem Driver war, dass ich, obwohl der Schwerpunkt so weit hinten ist und auf der Achse ist, ich nicht so bestraft worden bin mit übermäßig hohem Spin. Das hätte ich anders erwartet. Das ist besser, als ich dachte. So dass ich tatsächlich jetzt in Versuchung komme, wird es nun der 0811X oder XF-Driver. Ich schätze mal, für draußen, um mehr auf die Bahn zu kommen, ist der XF auch für mich die bessere Wahl. Extrem cool. Sieht sehr groß aus, von oben sehr charmant. Sound ist gut, einfache Ausrichtung. Also das ist für mich ein echtes 5-Sterne-Produkt. Spannend dabei ist noch anzumerken, dass es diesen 0811 XF-Driver in 4 verschiedene Loft-Varianten gibt. 9 Grad, 10,5 Grad, 12 Grad und auch 14 Grad. Das ist etwas, was ich sonst kaum noch sehe. 14 Grad Loft ist sehr, sehr viel. Die Golfer, die sagen, ich habe mit meinem Driver Schwierigkeiten, mit meinem Holz 3 bin ich besser, der startet nicht gut oder langsame Schwunggeschwindigkeiten, können mit 14 Grad Loft definitiv etwas anfangen. Das kann man noch mal weiter steigern mit den Einstellungen in dem Adapter, der zulässt, 1,5 Grad im Loft runterzugehen, aber auch 1,5 Grad raufzugehen, sodass dieser Driver bis 15,5 Grad Loft geht. Die Daten sind für meinen Schwung derzeit wirklich außergewöhnlich gut. Das ist der Schnitt. Es waren Club Speed 102,4. Ich gehe nochmal auf alle. Und insgesamt 102,4, 1,47 plus minus 0,02 im Smash-Faktor bei sehr guten Spin und vernünftigen Startwinkel. Tolle Höhe, so muss es sein. Im Schnitt mit Warmschlagen muss man sagen 2,27 Carry auf 250 Meter. Ja, der zweite Driver, auf den war ich besonders gespannt, ist der 0811X. Das ist der, den ich als zweites geschlagen habe. So, das ist dieses gute Stück. Der 0811X mit 9 Grad, ja, den habe ich erst einmal geschlagen mit den Schrauben vorne. Hier sieht man sie schon hinten. Und das ist etwas, was ich nicht ja so erwartet hätte. Denn den Driver, ich gehe mal eben auf die Daten, denn mit den Schrauben vorne merke ich unglaublich, dass er bei nicht mittigen Sachen doch relativ viel mir persönlich aus der Achse geht. Wird für mich schwer zu spielen. Der Smash ging runter auf 1,44. Ich habe da ein bisschen Gas rausgenommen, um mehr Kontrolle zu kriegen. Also mit den Schrauben in der Extremposition vorne ist das nicht mein Ding. Dann habe ich die drei Schrauben nach hinten gebracht. Von
hier nach da. Und der Unterschied war frappierend. Sofort ging der Smash auf 1,46 hoch. Ich konnte ihn wieder kontrollieren, kriegte höhere Ballgeschwindigkeiten. Und beste Drive haben wir hier bei 107 Meilen, 2,40 Carry auf 2,62. Geht flacher raus als der XF, was ja auch zu erwarten ist. Spin war auch gut, zum Teil, aber nicht so viel niedriger wie bei mir auch mit dem XF. Hat damit zu tun, dass ich sehr aufwärts in den Ball komme und eh keine Probleme habe mit viel Spin. Ich gehe hier nochmal auf den Schnitt der Daten. So, markiere nochmal alle. Schnitt 1,46, 155 Meilen Ballgeschwindigkeit im Schnitt. So, dass ich nach den Trackman-Messungen durchschnittlich 232 Meter Carry habe zu 248. Und bei dem XF 228 zu 250, allerdings muss man sagen mit dem Einschlagen, so dass diese Weite wirklich aus meiner Sicht nochmal führend ist. Meine persönliche Wahl für meinen Schwung ist der 0811 XF, 9 Grad, dann in der Standardeinstellung nicht höher, nicht tiefer gedreht, so wie er ist mit meinem oberen Schaft. Damit kann ich beruhigt auf die Runde gehen, weil einfach sehr viel mehr auf der Bahn bleiben. Und nach den Daten, die ich gehabt habe, auch die Länge am besten war. Bei all den Schwüngen, die eher abwärts in den Ball gehen, wird der 0811X-Driver definitiv auch eine gute Empfehlung sein und im Fitting auszutesten sein. Aber etwas, was sich auf jeden Fall lohnt, ich kann es nochmal sagen, 0811XF Extreme Forgiveness, das empfinde ich auch so beim Schlagen. Das bringt nochmal für mich eine Ecke mehr im Vergleich zu dem, was ich bisher hatte.